Heute für euch der echte Grund, warum Dumbledore wusste, wie man Tom Riddles geheime Höhle findet. Das und mehr jetzt in diesem Video. In seiner Kindheit besuchte der junge Tom Riddle mit seinem Waisenhaus einen unbekannten Ort am Meer. Auf diesem Ausflug entdeckte Tom die berüchtigte Höhle. Ein Ort, der in seiner Zukunft als dunkler Lord Voldemort eine große Rolle spielen sollte. Denn die Höhle war nicht nur ein Ort der Qual für Toms Klassenkameraden, sondern auch der Ort, an dem sich einer seiner Horcruxe befand. Ein Teil seiner Seele. Salazar Slytherins Medaillon. Ein unheimlicher Anblick bot sich ihnen. Sie standen am Rande eines großen schwarzen Sees, der so groß war, dass Harry die fernen Ufer nicht erkennen konnte, in einer Höhle, die so hoch war, dass auch die Decke nicht mehr zu sehen war. Ein nebliges, grünes Licht leuchtete weit weg in etwas, das wie die Mitte eines Sees aussah. Es spiegelte sich völlig im Wasser und stillen Wasser darunter wieder. Der grüne Lichtschein und das Licht der beiden Zauberstäbe war das einzige, was die ansonsten samtige Schwärze durchdrang, obwohl ihre Strahlen nicht so weit vordrangen, wie Harry es erwartet hätte. Die Dunkelheit war irgendwie dichter als normale Dunkelheit. Um die Geheimhaltung und den Schutz der Höhle zu gewährleisten, ging Tom große Anstrengungen ein mit dunklen Zaubern. Erstens war die Höhle nicht leicht zugänglich und erforderte wegen der Klippen, die die Annäherung von Booten verhinderten, ungewöhnliche bergsteigerische Fähigkeiten. Um unerwünschte Besucher abzuschrecken, versah Tom die Höhle natürlich auch mit einer Reihe von Verzauberungen. Zunächst machte er es unmöglich, hinein zu apparieren, obwohl er die Fähigkeiten der Hauselfen unterschätzte, die diese Beschränkungen umgehen konnten. Als nächstes errichtete er einen kleinen Eingang, der ein Blutopfer erforderte, um ihn zu öffnen. Voldemort glaubte fälschlicherweise, dass körperliche Schmerzen diejenigen schwächten, die Kammer betraten. Im Inneren der Höhle wurde der Eingang von einem mit Inferi verseuchten See bewacht, eine Armee von Untoten, die aus dem Wasser sprang und jeden Angriffen, der versuchte, den Horcrux zu holen. Der Horcrux, der auf einer Insel in der Mitte des Sees versteckt war, wurde außerdem durch einen Trank geschützt, der nicht berührt, verschwunden, verwandelt oder verzaubert werden konnte. Die einzige Möglichkeit, den Horcrux zu bergen, war, den Zaubertrank vollständig zu trinken. Der Trank verursachte jedoch albtraumhafte Visionen, starkes Brennen und Dehydrierung des Trinkers. Es ist ein komplettes Kunstwerk und eine volle Demonstrierung der Verzauberungen, die Voldemorts Besessenheit auf diesen Horcrux und auf den Schutz der Höhle demonstrieren. Doch trotz seiner größten Bemühungen wurde die Höhle schließlich mehrmals durchbrochen oder gefunden. Das erste Mal von Regulus Black, Creature und schließlich von Harry und Dumbledore. Aber meine Frage ist, woher um alles in der Welt wusste Dumbledore, wo die Höhle war? Regulus und Creature kannten den Standort, weil Regulus einst Voldemorts gedient hatte und Creature Regulus diente. Also wusste Regulus von Voldemort, wo die Höhle war, und Creature hatte es von Regulus erfahren. Aber Dumbledore hatte niemanden aus Voldemorts innerem Zirkel, der ihm Informationen über die Höhle liefern konnte. Also woher wusste er es genau? Also, wie hat er es genau herausgefunden und woher wusste er, dass er Harry mitnehmen sollte? Wie konnte er wissen, dass für die Höhle mehrere Zauberer benötigt werden? Dumbledores Reise, um das Geheimnis zu lüften, begann mit einer tiefen Erkundung von Voldemorts dunkler Vergangenheit. Der kluge Schulleiter erkannte, dass die turbulente Erziehung des Dunklen Lords als Waisenkindes potenzielle Hinweise auf seine Verstecke enthielt. Mrs. Cole, eine Hausmeisterin des Waisenhauses, erzählte von einem Ort am Meer, den die Waisenkinder in den Sommerferien aufsuchten. Aber ich weiß nicht, wie er dorthin gelangt ist. Ich weiß nur, dass er und Billy sich am Tag zuvor gestritten hatten. Und dann, Mrs. Cole nahm einen weiteren Schluck Gin, der diesmal ein wenig über ihr Kinn schwappte. Auf dem Sommerausflug. Wir fahren einmal im Jahr mit den Kindern aufs Land oder ans Meer. Nun, Amy Benson und Dennis Bishop waren danach nie wieder dieselben. Alles, was wir je aus ihnen herausbekamen, war, dass sie mit Tom Riddle in eine Höhle gegangen waren. Er hatte geschworen, dass sie nur auf Erkundungstour waren, aber irgendwas ist dort passiert, da bin ich mir sicher. Und naja, es sind viele Dinge passiert, viele komische Dinge. Sie sah Dumbledore wieder an, und obwohl ihre Wangen gerötet waren, war ihr Blick sehr fest. Dumbledore nahm kurz darauf Bezug darauf. Die kleinen Geschichten von dem erdrosselten Kaninchen und dem Jungen und dem Mädchen, die er in die Höhle lockte, waren sehr suggestiv.
Ich kann ihnen Schmerz bereiten, wenn ich will. Im Halbblutprinzen widmet Dumbledore der Suche nach Horcruxen einen beträchtlichen Teil seiner Zeit. Sein Wissen über Tom Riddles Vorliebe, andere in Meereshöhlen zu terrorisieren, lieferte ihm einen wichtigen Hinweis, um ähnliche Gebiete zu erkunden. Nach einer gründlichen Suche entdeckte er schließlich die richtige Höhle. Lumos, sagte Dumbledore, als er den Felsbrocken erreichte, der der Felswand am nächsten lag. Tausende goldene Lichtflecken funkelten auf der dunklen Wasseroberfläche, einige Meter unter ihm. Auch die schwarze Felswand neben ihm wurde beleuchtet. Siehst du, sagte Dumbledore leise und hob seinen Zauberstab noch ein wenig höher. Harry sah einen Spalt in der Felswand, in den dunkles Wasser hineinströmte. Das ist der Moment, in dem Dumbledore und Harry auf die Seehöhle stoßen. Da er die Anwesenheit von Magie spürt, schließt Dumbledore daraus, dass Tom Riddle zuvor genau diese Höhle besucht hat. Woher wusstest du, dass sie dort war? Fragte Harry erstaunt. Magie hinterlässt immer Spuren, sagte Dumbledore, als das Boot mit einem leichten Ruck gegen das Ufer stieß. Manchmal sehr deutliche Spuren. Ich habe Tom Riddle unterrichtet. Ich kenne seinen Stil. Okay, jetzt wissen wir also, wie Dumbledore es geschafft hat, die Höhle zu finden. Aber meine nächste Frage ist, woher wusste er, dass er Harry mitnehmen musste? Also woher wusste er, dass zwei Personen benötigt werden? Dumbledore suchte während Harrys sechstem Schuljahr nach Voldemorts Horcruxen, aber er nahm Harry bei keiner anderen Gelegenheit mit. Warum also in der Höhle? Wusste er, dass in der Höhle mehr als ein Zauberer gebraucht wurde? Oder war es nur, weil Dumbledore wusste, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb und er wollte Erfahrungen mit Harry sammeln bei der Jagd von Horcruxen? Nun, es gibt tatsächlich mehrere Erklärungen dafür. Zunächst einmal hat Dumbledore wahrscheinlich vorausgesehen, wie nützlich Harry bei der Suche nach Horcruxen sein würde, oder speziell bei dem einen Horcrux. Da Dumbledore Tom Riddle unterrichtet hat, kannte er dessen Stil gut. Aus diesem Grund vermutete er, dass Voldemort Fallen aufstellen würde, um zu verhindern, dass eine einzelne Person den Horcrux alleine erreichen könnte. Außerdem sah Dumbledore dies wahrscheinlich als wichtige Gelegenheit, um Harry mehr Erfahrung im Umgang mit Horcruxen zu vermitteln. Vor der Höhle hatte Harry nur Erfahrung mit einem anderen Horcrux, dem Tagebuch. Indem er einen weiteren Horcrux fand und möglicherweise zerstörte, hoffte Dumbledore, dass Harry sich sicherer fühlen würde, Voldemorts andere Horcruxe zu finden und zu zerstören. Wir sehen, dass Harry nach dem Auffinden des Medaillon-Horcruxes überglücklich ist. Wir haben es geschafft, Professor, flüsterte Harry mühsam. Er merkte plötzlich, dass er einen stechenden Stich in seiner Brust hatte. Wir haben es geschafft. Wir haben den Horcrux. Vor der Zerstörung dieses Horcruxes sah es ein wenig düster aus. Und diese Gelegenheit hätte Harry gezeigt, dass Voldemort nicht unaufhaltsam ist. Und zu guter Letzt, Harry selbst hätte gefragt, ob er mitkommen dürfte. Und wenn sie das tun, sagte Harry schnell, kann ich dann mitkommen und helfen, es loszuwerden? Dumbledore sah Harry einen Moment lang sehr aufmerksam an, bevor er sagte, ja, ich denke schon. Ich kann, sagte Harry, völlig verblüfft. Oh ja, sagte Dumbledore und lächelte leicht. Ich denke, du hast dir dieses Recht verdient. Aus diesem Gespräch geht hervor, dass Dumbledore zustimmte, ihn in die Höhle mitzunehmen. Im selben Kapitel hatte Harry Dumbledore Slughorns wahres Gedächtnis gezeigt und es Dumbledore ermöglicht, die Anzahl der Horcruxe zu bestätigen, die Voldemort wirklich erschaffen hat. Damit hatte sich Harry das Recht verdient, mit Dumbledore zusammen Horcruxe zu jagen. Der einzige Grund, warum Harry nicht dabei war, als Dumbledore loszog, um Marvolo Gaunts Ring zu finden, ist, dass er keine Gelegenheit hatte, vorher zu fragen. Obwohl ich vermute, dass Harrys Anwesenheit dort genauso wertvoll gewesen wäre, weil sie Dumbledore vielleicht davon abgehalten hätte, den Ring an den Finger zu stecken und damit Dumbledores Schicksal irgendwie zu besiegeln. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.